my father had put my mother and I into a lifeboat and said to me, now be a good girl, hold mummy's hand. And I thought he was following me. Any child being lifted up and put into a boat like that, you'd think the father was following, but of course he didn't. The lifeboat pulled clear, and Eva Hart watched as the Titanic went down. You could hear people screaming. It's a dreadful sound. I remember saying to my mother one time, soon afterwards, about the screams and the shrieks of these people, and I always remember, she said, yes, but do you remember the silence that followed it? And I do. And silence is a great thing to me, because I can remember when there was the whole world and this starlit night and these shrieking, drowning people. I think the worst thing of the lot that was. And then this silence, which you couldn't describe. El 26 de... On the 26th of October, at a meeting with the Soviet military commander, I was informed about the state of the missiles. He told me, the air regiment is ready. The surface-to-air missiles are ready. The tactical nuclear missile unit is ready. Missiles ready. La unidad de cohete lista. Ну, не знаю. Может быть, Николай Иванович заработал мне жизнь все-таки. Не знаю. Так что очень многие, множество сил действовало. Потом пытки. И, несомненно, было колоссальное количество показаний против Бухарина, против Рыкова, потому что в первую очередь нужно было их убить. И они достигались ужасающими пытками. И это уже теперь доказано. Что касается Николая Ивановича, я слышала, что его физически не пытали, но насколько это верно, я не знаю. Ну так, может, пытали Рыкова. Если Рыков уже дал показания, это было страшным ударом. Я не знаю, кто первый дал показания. Это трудно сказать. Но так или иначе, одно то, что они могли показывать друг против друга, уже говорит о том, какие методы к ним применялись. For me, the business with Lumumba started the morning after the execution. The man in charge, the Belgian, called me into his office and said, okay, are you going to take care of this? And I said, all right, but what do I have to do? We cut the bodies up into pieces. They were buried twice. We cut them up into pieces, we burned them, and we also had huge quantities of acid, like you have in car batteries. So most of each body was dissolved. And then the rest, we burned them. Na, und dann kamen wir an und da liefen wir von der SS rum und von der Polizei. Natürlich ist unsere erste Frage, was ist denn hier, was müssen wir denn machen hier? Ja. Ja, sagten die, ihr werdet schon sehen, was hier ist. Sie werden schon sehen. Ihr werdet schon sehen, was hier ist. Ja. Nicht?
Und Sie waren nicht in dem SS, aber in der Polizei war ich. Aber was für eine Polizei? Schutzpolizei. Schutzpolizei, ja. No, und dann kriegen wir das Befehl, ins deutsche Haus zu gehen. Das war das einzigste größte Steinhaus da. Das nannten sie deutsches Haus. Ja. Und da mussten wir dann rein. Und da sagte der von der SS, sagte ja, geheim, Gehaltungspflicht und so weiter. Geheim? Geheim, Gehaltungspflicht. Ja. Unterschreiben Sie das hier. Da mussten wir einzeln alles unterschreiben. Für jeden war ein Bogen da angelegt, so viel wie ich in Erinnerung habe. Und was war geschrieben? Geheimgehaltungspflicht und so weiter, ne? Ja. Also, durchgelesen haben wir es, fand ich, glaube ich, keiner. Sie hatten zu schwören? Zu schwören, nein, und durch Unterschrift. Unterschrift, Glauben, ja. Nicht? Dass wir den Mund halten, was da zu sehen wäre. Was da wäre. Mund. Mund halten, nichts sagen. Ja. Na, ist gut. Und wie wir alle unterschrieben hatten, da wurde uns eröffnet, Endlösung der Judenfrage. Wussten wir immer noch nicht, was da war. Nicht? Alles guckte natürlich, wir wussten es nicht. Nicht? Ah, jemand hat gesagt... Da hat er das gesagt, was da, was gemacht würde da. Jemand hat gesagt, das ist der Endlösung der Judenfrage. Judenfrage, ja. Sie werden beschäftigt, ja, mit der Endlösung der Judenfrage. Ja, nicht? Wir wussten noch nicht, konnten wir auch noch nichts unterverstehen, hatten noch nie was von gehört. Nicht? Und da hat er uns erklärt, nicht wahr? Wann war es genau? Wann bin ich da denn hingekommen?